Sehr geehrte Finanzmarkt Welcome Unity, heute gucken wir uns den Silberpreis an. Wir gucken uns einige interessante Silberminen an. Wir werfen einen Blick auf das kurzfristige, auf das langfristige Bild. Ich bin ja tendenziell eher kurzfristig ausgerichtet in meinen Trading-Ideen. Das heißt, dort lege ich einen Fokus drauf. Insgesamt beruht das alles auf Charttechnik. Das heißt, wir schauen uns die Märkte an, wo die Käufer aktiv sind, wo die Verkäufer aktiv sind. Wer momentan am Drücker ist, wer am längeren Hebel sitzt, wo die Chancen entsprechend höher liegen, wie sich der Kurs bewegt. Darum geht es für mich als Trader. Das fundamentale Bild, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner, da sollte sich jeder seine eigene Meinung bilden. Für mich persönlich spielt das Fundamentale auch überhaupt keine Rolle. Auch das sehr große Bild, ob Silber irgendwie auf 50, auf 80 oder auf 3000 läuft, das ist mir jetzt erstmal für den Moment egal. Ich schaue im Hier und Jetzt, kein Wunschdenken, sondern ich schaue mir das an, was am wahrscheinlichsten ist, und das versuche ich mitzunehmen, beziehungsweise da versuche ich mir eine Scheibe aus dem Markt rauszuschneiden. Und da zeige ich Ihnen auch mal ein Beispiel, wie ich das zum Beispiel bei den Minenaktien momentan anwenden werde. Und jetzt starten wir erstmal mit dem Blick auf Silber. Hier sehen wir den Silber Future auf Wochenbasis. Und seit, ich sag mal, Mitte 2020 sehen wir, Silber bewegt sich nicht richtig sauber. Sowas ist dynamisch, sowas spricht für einen Trend. Das, was wir aktuell sehen, ist eher ein korrektives Verhalten. Wir haben seit, ich sag mal, Mitte 2022 haben wir per Definition eine Aufwärtsbewegung, einen Aufwärtstrend. Dieser läuft aber auch eher überlappend. Also diese Bewegung, die nehmen den gleichen Preis ein. Das ist grundsätzlich erstmal, wo ich sagen muss, naja, so richtig stark, stabil ist dieser Trend eben nicht. Deswegen konzentriere ich mich auf markante Punkte, wo der Markt drehen könnte. Schauen wir uns diese einzelnen Bewegungsschübe nach oben an und vergleichen einfach mal grob diese Bewegung und diese Bewegung von der Länge her. Das können wir auch jetzt nach oben erwarten. Das heißt, wahrscheinlich werden wir dieses Verlaufshoch werden wir überschreiten, so ein Stück weit, in Richtung 28. Gucken wir in Richtung 29 bis 30 US-Dollar, da hat sich in den vergangenen Jahren der Markt immer wieder den Kopf angestoßen. Deswegen müssen wir damit rechnen, dass es auch diesmal der Fall ist, beziehungsweise dass das nicht einfach so überwunden wird, sondern dass es hier zu einer Reaktion kommt. Mit diesem Wissen können wir uns dem Widerstand hier nähern, beziehungsweise da eine Trading-Idee aufsetzen. Nämlich, dass man kurzfristig wohlgemerkt short geht. Vielleicht seine langfristigen Silberpositionen, die man hat, damit absichern oder einfach um ein paar Euro, Dollar dazu zu verdienen. Also, das ist ein Niveau von großem Interesse. Die Bewegung nach oben, haben wir gesagt, da ist noch Platz. Jetzt müssen wir gucken, wie können wir davon kurzfristig profitieren. Für mich geht es eher um das kurzfristige Bild, nicht um das langfristige Bild. Hier sehen wir jetzt den Silber Future auf Tagesbasis und da können wir sehen, dass wir dieses Preisniveau, also im Bereich 24,50 roundabout, dass wir das zuletzt überschritten haben. Das sah erstmal gar nicht so gut aus. Wir hatten hier einen Abwärtstrend und diese Bewegung nach oben war auch so schleppend. Da bin ich zu dem Zeitpunkt noch eher von weiterfallenden Kursen ausgegangen. Dann kam, ich weiß nicht, was es für Daten waren, der Markt zieht ordentlich nach oben an. Wir müssen das Zeichen erkennen, einfach akzeptieren, auch für mich, okay, von Short eher auf Long wechseln. Und jetzt dieser Preisbereich, wo wir in der Vergangenheit immer wieder Reaktionen gesehen haben, da muss ich damit rechnen, dass es hier erneut zur Reaktion kommt. Das heißt, wenn wir dieses Niveau antesten, kann ich drauf schauen, ob hier weitere Signale generiert werden, Signale der Stärke, dass der Käufer in den Markt kommt. Dann kann ich mich hier Long positionieren, setze einen Stop-Loss drunter und habe die eben genannten Ziele nach oben, 27, 29 bis 30. Da ist tendenziell dann eher wieder mit einer Abwärtsbewegung zu rechnen. Bevor wir zu den Minenaktien kommen, ein kurzer Blick auf den HUI-Index. Und auch hier geht es mir wieder rein um das charttechnische Bild und wie kann ich davon profitieren. Wir haben einen Aufwärtstrend. Wir haben steigende Hochs, steigende Verlaufstiefs. So, per Definition Aufwärtstrend. Wenn wir uns diese einzelnen Bewegungsschübe anschauen, nehmen die eine ganz ähnliche Größenordnung ein. Dieser war ein bisschen größer als dieser, aber ich gucke wieder, okay, wenn wir so eine Bewegung jetzt wieder nach oben sehen, da kann ich damit rechnen, dass wir das letzte Hoch
zumindest leicht überschreiten oder dass wir es zumindest erreichen. Das heißt, wenn ich kurzfristig aktiv werde, gucke ich, dass ich so kleine Rücksetzer kaufe. Und wie das genau aussieht, das gucken wir uns gleich mal an einem Beispiel an. Und dann merken wir uns, hier oben 280, ab da wird dann die Luft dünn. Natürlich kann es bis 1000 steigen, das wissen wir alle nicht. Aber wir gucken ja auf das, was wahrscheinlich ist. Denn ich möchte meine Trades, die ich umsetze, die möchte ich ja replizieren, immer und immer wieder das Gleiche machen. Immer und immer wieder so ein Stück weit was aus dem Markt schneiden. Das ist für mich Börse. Ich bin Trader. Alles andere ist mir erstmal egal. So, und jetzt gucken wir uns das tatsächlich mal an einem Beispiel an, was ein Kunde von mir gehandelt hat. Wir haben einen bestehenden Aufwärtstrend und prägt euch das Bild ein. Ähnliches sehen wir gleich in den Silberminen, die wir uns anschauen. Also wir haben einen Aufwärtstrend, sieht man jetzt hier nicht, so eine schöne dynamische Bewegung. Also sowas Schnelles ist immer toll, das spricht für weiter steigende Kurse. So, und ein Trend läuft aber selten einfach nur so straight nach oben, sondern es kommt auch im Trend ja immer wieder zu kleinen Korrekturen. Und die versuche ich auszunutzen. Also ich schaue, wo so eine Korrektur entsteht und kaufe mich dann bei Signalen der Stärke, kaufe ich mich in den Markt ein. Hier haben wir, ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht genau beschriftet, hier war der Einstieg, da ist der Stop-Loss. Das heißt, pro Aktie, die ich kaufe, ist das mein Risiko. Dann kann ich genau bestimmen, zum Beispiel bei einem Konto, 100.000, nehmen wir mal US-Dollar, 100.000 US-Dollar bin ich bereit, 1% meines Depotwertes zu riskieren. Das heißt, ich kaufe die Aktie, kann ich mir genau ausrechnen, wo ist der Einstieg, wo ist der Stop-Loss. Daraus ergibt sich die Stückzahl, die ich kaufen muss. Wenn der Trade schief geht, wird mein Stop-Loss erreicht, verliere ich einen Tausender. Geht er gut, nehme ich einfach dreimal mein eingegangenes Risiko, nehme ich mit. Chance-Risiko-Verhältnis 3:1. Wenn man das dann ausrechnet, rein statistisch, brauche ich eine Trefferquote von 33-34% und ich bin so plus minus null mit dieser Strategie. Und alles darüber, was ich an Trefferquote schaffe, also mein Profit. Also Gesetz der großen Zahlen. Und so kann man das entsprechend machen. Also beim 100.000er Konto 1% Risiko pro Trade, 1.000er Verlust, 3.000 Profit. Wenn man sagt, ich will nur 0,1% riskieren, ein 100er Verlust, 300 Profit. So kann man viel mit Risiko-Money-Management spielen. Ganz wichtige Sache. Also, wir gucken, dass wir eine kurzfristige dynamische Bewegung haben und dann kaufen wir uns in Rücksetzer. Und dazu gucken wir uns ein paar Minenaktien an. So, wir starten mal mit der First Majestic Silver. Die ist insgesamt, hier unten haben wir im Bereich 5 US-Dollar haben wir ein markantes Unterstützungsniveau. Von markanten Unterstützungen können größere Aufwärtsbewegungen entstehen. Der erste dynamische Schub, der ist schon entstanden. Also die Grundvoraussetzung für die Strategie, die ist schon mal gegeben. Das heißt, so ein erstes Ziel kann gut sein, dass wir in Richtung 9,50 Dollar laufen. Ob es so kommt, wissen wir nicht. Aber dynamische Bewegung, das heißt, und jetzt achten wir hier wieder auf so Rücksetzer. Und dann auf Umkehrsignale. Wenn wir eine Korrektur gesehen haben, entweder ganz kleine Kerzen, die zeigen, der Verkaufsdruck lässt nach, oder so Kerzen mit so einem Schatten unten, ein Candlestick haben wir zum Beispiel, sowas kann man dann nutzen, um auf eine Trendfortsetzung zu spekulieren. Und das machen wir so lange, bis wir den nächsten markanten Widerstand erreichen, hier oben 59, weil da ist dann erstmal wieder mit einer Gegenbewegung zu rechnen. Gleiches Spiel, First Majestic Silver, hier in Toronto gehandelt. Schaut euch das an, sehr markantes Unterstützungsniveau, hier 2019er Tiefs, Corona-Crash-Tief, das wurde jetzt gerade eben touchiert, gerade eben angelaufen. Wie eben schon gesagt, von großen markanten Unterstützungen können größere Aufwärtsbewegungen entstehen. Die können sogar bis 18, sogar bis neue, auf neue Hochs gehen. Das wissen wir aber vorher nicht. Wir gucken wieder, was ist wahrscheinlich. Wahrscheinlich laufen wir in Richtung 11, wahrscheinlich laufen wir in Richtung 13 US-Dollar. 13 ist so das erste große Ziel. Danach kommt der Bereich 18. Wir haben wieder eine dynamische Aufwärtsbewegung gesehen. Erste Grundvoraussetzung für die Strategie ist gegeben. Das heißt, jetzt achten wir hier wieder auf kurzfristige Rücksetzer, wie eben schon beschrieben, um dann auf eine Trendfortsetzung zu spekulieren. Und das kann man jetzt natürlich nicht nur im Silber machen, sondern das kann man in jeder Aktie machen, die sich A in einem schönen Trend befindet, die sich wo der Trend gerade erst gestartet ist, wo wir also noch ein bisschen Platz haben, da ist es lukrativ,
Und ja, First Majestic Silver haben wir einfach eine gute Chance, dass von dieser großen Unterstützung ein neuer Trend gestartet ist. Natürlich wissen wir hier nie, ob es tatsächlich aufgeht. Klare Sache, aber dafür haben wir ja den Stop-Loss, wo wir dann einen vorher kalkulierten Verlust realisieren und sagen, okay, ich lag falsch. Beim nächsten Trade wird es klappen. 33, 34%, also wenn ich 100 Trades mache und nur bei 34, 35 richtig liege, dann verliere ich kein Geld. So, und das ist Trading. Dann gucken wir uns noch die Pan American Silver an. Und auch hier schönes, markantes Unterstützungsniveau wurde angelaufen. Insgesamt müssen wir sagen, befindet sich die Pan American Silver hier in einer Seitwärtsbewegung. Was ist da interessant? Das Range-Tief, wo wird der Kurs wahrscheinlich hingehen? In Richtung 25, 6, 26. In Richtung des Range-Hochs. Dort müssen wir damit rechnen, the trend is your friend, dass es wieder abwärts geht. Natürlich kann es sein, dass wir tatsächlich einen neuen großen Aufwärtstrend ausbilden. Aber das können wir jetzt ja noch nicht sagen. Und deswegen müssen wir da einfach gucken, auf diesem Niveau, was da passiert. Da müssen wir uns mit neuen Käufen erst einmal zurückhalten. Aber jetzt kurzfristig gesehen ist ja noch Platz nach oben. Das heißt, dynamische Bewegung, kleine Rücksetzer abwarten, einsteigen, Stop-Loss setzen, Kursziel setzen und Freude haben mit dem Trade. Und ja, das ist es, was ich als Trader mache. Und wenn Sie Interesse haben, verfolgen Sie mich gerne auf YouTube, folgen Sie mir gerne auf YouTube, gucken Sie sich da gerne meine Videos an. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie den Kanal abonnieren und ja, mich natürlich auch Ihren Freunden weiterempfehlen. Natürlich nur dann, wenn Ihnen das Ganze gefällt, und wenn Sie da auch einen Mehrwert drin sehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen good trades.